sports. It's in the game. Ja, meine Freunde, und damit ein herzliches Willkommen zu meinem niegelnagelneuen Projekt NHL. Entschuldigung, 15. Ja, lange haben wir drauf gewartet. Ein Jahr fast. Und endlich ist es soweit. So, ich habe gerade eben ein Freundschaftsspiel gegen Krefeld gemacht, was ich leider Gottes nach einer 2-0-Führung 3-2 verloren habe. Aber egal. So, das Einzige, die aktuellen Nein werden von EA, ja, nee, ist klar. Interessiert mich jetzt knapp die Hälfte. Ja, schön für dich, freu dich. Mag dir nice. Wir haben einen neuen Kommentator im Spiel selber. Und bevor ich wieder rechter Dritte verletze, werde ich jetzt erstmal EA Sports Medienzentrale. Oder? Nein. Einstellung, genau. Da haben wir es doch. Spieloption, Lautstärkeoption, da haben wir es doch. So, jetzt haben wir zwar keine Musik mehr, aber dafür. Huch! Sorry, das war nicht meine Absicht. Hallo? Ich wollte eigentlich noch was anderes machen, aber egal. So, Lautstärkeoption und den blöden Kommentator ein bisschen runterdrehen, weil der geht einen so dermaßen auf den Sack. Da fand ich den alten doch wesentlich besser. Wenn ihr irgendwas im Hintergrund hört, dann sind das die kleinen Schulkinder, die jetzt gerade wohl Schule aushaben. Ja, 2:30 haben wir. So, spielen. Ja, wir wollen spielen. Und zwar nicht jetzt spielen, wir wollen eine Karriere. Und zwar einen Saisonmodus. Und, neu. Ich habe ja noch nichts angefangen. Nee, nicht NHL. Wir wollen natürlich wie immer die DEL. Spielstil immer noch auf Hardcore-Simulation, All-Star, dritte Länge. Alles wunderbar. Kadersteuerung, Aktstandard, CPU, Trade, ja, ist alles wunderbar. Fantasiedraft, nein, wollen wir gar nicht. Dritte Länge, jawohl. 5 Minuten. Abseitsstellung verzögert, wunderbar. Icing ohne Berührung, wunderbar. Verletzung, ja, ich will mich verletzen. Strafen wie immer voll und authentisch. Regel nach Apfel, weiß ich jetzt zumindest auch, was das heißt. Wunderbar und wunderbar. So, noch was. Neueste, authentisch, fortlaufende Overtime. Saisonniederlage, 1 Punkt. Saison-Overtime. Nee, fortlaufende Overtime. Ah nee, Saison-Overtime. Genau, 5 Minuten dann, genau. Ja, das war's soweit, ne? Und jetzt? Natürlich. Wen sonst? Möchtest du wirklich weitermachen? Nee, ich möchte jetzt aufhören. Ich möchte das NHL-Projekt abbrechen. Natürlich will ich weitermachen. Was für eine Frage. So, Saison erstellen. Nachdem wir Let's hatten und Let's Play falsch geschrieben haben, kommt jetzt nun das richtige Let's Play. Ich habe mir immer übrigens noch kein Intro einfallen lassen, was ich da einfügen soll.
Deswegen. So, wird gespeichert. Ja, man könnte sagen, das Spiel ist gerade frisch vom Bäcker. Oder eigentlich mehr gesagt, frisch von Saturn. 70 Euro hat mich das Ganze gekostet. So, ich würde mal sagen, ich fackel nicht lange. Wir gehen direkt in das erste Match. Was? Ja, ich musste gerade was lesen, deswegen. Ja, bis zu diesem Tag simulieren. So. Aber die Schreibweise von EA ist immer noch total kacke. Die Panthers treffen heute auf die Berlin. Wunderbar, EA. Also derjenige, der das geschrieben hat, setzen 6. So. Wir starten. Und ich wünsche euch und mir viel Spaß. Ja, ich würde mal sagen, ne? Genau. Alles soweit in Ordnung. Ich glaube, es kann losgehen. Ich sag mal, bis gleich. Alles klar, es kann losgehen. Der erste Bully der Saison 14-15. Er ist gefallen und wie immer verlieren wir den ersten Bully. Na bitte, geht ja schon gut los. Der erste Check geht an Drew Paris. Also viel hat sich nicht verändert zwischen NHL 14 und 15. Ja, ich würde mal sagen, direkt hier mal eine Schlägerei. Wäre ja nice, ne? Aber er will nicht. So, in dem Tutorial habe ich gelernt, wie man Bullies macht, nur in der Praxis ist das leider alles ein wenig anders. Alter, macht Wolfsburg Druck! Alter. Ja, endlich haben wir auch mal den Puck. Ist jetzt das zweite Spiel, was ich hier spiele, also könnte es sein, dass ich hier noch ein wenig am Failen bin. Aber ich versuche natürlich, so gut wie es geht, das erste Spiel zu gewinnen. Und direkt die erste Strafe für Bandencheck. What the fuck? Und direkt eine 5-Minuten-Strafe? Angriff von hinten dann. Ach du Scheiße! Kalogi. Na, herzlichen Glückwunsch.
Ups. Na egal, Hauptsache weg. Hauptsache Zeit gewinnen. Ja! Und das erste Tor gelingt und sogar in Unterzahl durch einen blöden Fehler. Wie geil. Wunderbar. Hätte ich jetzt zwar nicht mit gerechnet, aber okay. Unverhofft kommt oft, wie er ja selber wisst. Schön! Ach, schade. Aber ich hab den Puck noch. Ach, schade. Wo ist er? Ich glaube, ich sollte nicht so heftig dran gehen. Ansonsten kriege ich gleich noch so eine 5-Minuten Strafe. Und das wollen wir ja nicht. Und ansonsten habe ich gleich keine Spieler mehr. Wäre natürlich nicht so prickelnd. Schön rausgespielt. Schön durchgelassen. Der war verdammt knapp. Na! Scheiße, da habe ich den Puck nicht richtig getroffen. Oh, oh, keiner ist hinten. Schöner Fehlpass. Okay, ich habe keine Anspielmöglichkeit. Schön Kreuzer, schön durchgesetzt. Scheiße. Schön, Bobby, schön gehalten. Naja, trotz Unterzahl machen wir doch einen sehr, sehr starken Druck. Was mich persönlich sehr freut. Direktschuss. Okay. Aber nicht solange ich da noch ein Wörtchen mitzureden habe. Shit. Aber schön herausgespielt. Kann man nicht sagen. 1-1. Okay, okay. So schnell geht die Führung verloren. Ah, da hatte Bobby aber auch keine Schnitte. Und immer noch in Unterzahl. Oh mein Gott. Okay, schön. Wo ist er? Ja. Keiner ist hinten. Nein! Scheiße, was war das denn? Das war ja... Das war nichts Halbes und nichts Ganzes. Naja, so schnell kann man die Führung verlieren. Das alles im ersten Drittel, kann es sein, dass wir gerade irgendwie länger als 5 Minuten spielen?
Okay. Jawoll, der Ausgleich. Ja, schön ausgespielt, wunderbar. Wer war's? Nicky Mund. Und alles im ersten Drittel. Und ich spiele auf All-Star Hardcore Simulation. Ich muss mal gucken, auf wie viele Minuten wir spielen. Das kann doch nicht richtig sein. Dass die Zeit so langsam runtergeht. Nein. Fischi, deiner! Schön. Ah, so war der aber nicht gedacht, der Pass. Ach, da hat er den Puck nicht richtig gekriegt. Schade. Ja, so was nennt man Abseits, ne? Freunde, das erste Spiel ist schon richtig spannend. Aber wie gesagt, ich denke, das sind keine 5 Minuten pro Drittel. Tja, und was die Bullies betrifft, ich habe gerade eben das Tutorial gezockt, um die Bullies mal ein bisschen besser kennenzulernen. Aber irgendwie hat das zwar in einem Tutorial geklappt, aber hier in der Saison klappt das überhaupt nicht. Nein, 3-2, was? Das erste Spiel ist doch auch in Wolfsburg, also heute Abend. Okay. Und mal wieder in Rückstand, ey, Scheiße. Bobby, halt ihn, halt ihn! Der war ja gefährlich! Ja. 3-2 im ersten Drittel. What the fuck? Ich glaube, das wird ein Video mit Überlänge. Ja, das sind diese blöden Abprallertore. Da hat kein Torhüter eine Chance. Wenn zu dem Zeitpunkt auch da jemand steht. Nur gut. Auf geht's ins zweite Drittel. Und wie gesagt, Freunde, ich glaube, wir spielen nicht auf 5 Minuten. Weil die 5 Minuten kommen mir doch sehr extrem lange vor. Kann aber auch sein, dass da jetzt so viel abgepfiffen worden ist, dass das deswegen so ist. Ah, Mist. Naja, kann ja nicht immer klappen. André Olymp. Oh,
Ach ja. So, wunderbar. Und wieder ab nach vorne. Wer läuft mit? Wer läuft mit? Sollte eigentlich ein Pass werden und kein Torschuss. Nein, Mann, was machst du? So, und jetzt wieder schnell nach vorne. Schnell, 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 schnell! Ah. Ich sehe den Puck teilweise nicht, weil alles hier in Schwarz-Weiß ist. Weil ich ja auf Komponenten zocken muss. Und nicht HDMI, leider. Da! Mann! Schön, Bostrom. Alter, was war das denn? Ausgleich! Geil! Was war das denn? Andreas Martinsen, zweites Tor in dem Spiel. Cool. Ey, der hat den doch gar nicht richtig getroffen. Ach, abgefälscht. Alles klar. Oh, wir werden noch viel Spaß mit dem Kommentator kriegen. Der ging mir in dem ersten Spiel, was ich hier offline gespielt habe, schon tierisch auf die Nerven. Und alles ist wieder offen. Alter, warum kriege ich keinen Schlagschuss hin? Schade. Oh, super. Schön, 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 schön. Nur die Ruhe bewahren, noch 20 Sekunden. Ich krieg keinen Schlagschuss hin. Jo, 3-3 im zweiten Drittel. Jetzt sieht ja eigentlich alles recht gut aus bis dato. Ein Punkt ist nicht bis dato sicher. Wunderbar, so. Ach ja, für den lieben Holger soll ich das ja ein bisschen länger lassen. Alte Männer können halt nicht mehr so schnell lesen. Entschuldigung, Holger, der musste einfach sein. Moment mal eben. Top. Da hat mir gerade jemand ein Intro gemacht für extra für das LP NHL 15. Geile Sache. So, weiter geht's. Ach, heute machen wir ein Video mit Überlänge. Scheißegal. Die GEMA freut sich. Passend zur DEL-Saison, also Anfang der DEL-Saison, beginnt mein Let's Play NHL 15. Das passt doch irgendwie wie Faust aufs Auge, oder? Schön abgefangen. Und schnell nach vorne. Oh.
Der war gar nicht so ungefährlich. Kommt Paris bei Niner? Nein, doch nicht. Scheiße. Oh! Nein! Fuck it! 4 zu 3. Nein! Genauso dummer Torwartfehler wie gerade eben von Wolfsburg. Aber wir haben ja noch. Wir haben ja noch genügend Zeit. Noch 16 Minuten, um das aufzuholen. So. Bleib liegen, ist besser für dich. Ach, Scheibenkleister. Hat er meinen Pass geblockt. Ja, lauf doch mal einer hin da. Schöner Pass. Und jetzt noch... Ey, ich krieg keinen Schlagschuss hin. Was ist denn das? Den habe ich gerade schon. Wir haben langsam herausgefunden, was ich immer vorhabe. Nein! Komm, eine Schlägerei. Komm. Box dich! Eine 5 Minuten Strafe mehr oder weniger macht den Kohl nicht mehr fett. Ich finde den neuen Kommentator richtig langweilig und... nee. Nein! Der andere hat mir doch da wesentlich besser gefallen. 6 Minuten noch. Geht doch mit dem Schlagschuss und Ausgleich hier. Wunderbar. Ach, zum Glück haben wir erst 13.51 Uhr. Kennt André Ulm, schön. So, dass niemand meckern kann, ich ja mal ein bisschen lauter werde. So, 5 Minuten 48 bleiben uns noch im letzten Drittel. Es steht 4 zu 4, meine Freunde. Naja, kann ich ja schon mal sagen, wer heute Abend gewinnen wird. Ich hoffe mal, dass es doch die DEG sein wird. Shit. Schön, Zanetti. Wie 2 Minuten 5 noch 4-4. Torschüsse 13 zu 30 für Wolfsburg. Ach du Scheiße. Alter, den habe ich gerade drin gesehen.
50 Sekunden noch. Einfach drauf, einfach drauf. Egal, was es kostet, drauf. Sekunden verbleiben noch im ersten Spiel der Saison 14-15. So. Nein, hier, da bin ich ohne Puck losgelaufen. Was soll das denn? Oh, nein! Komm, ey, was machst du? Shit, shit, shit. Komm, Kreuzer, mach was! Nein! Scheiße! Verlängerung! Nein! Ah, der Auftakt hätte doch so schön werden können. Und jetzt geht's in die Verlängerung. Ich bin doch viel zu alt dafür. Okay, gut, wie die Strafe vermieden hast. Bla bla bla. Es kommen definitiv zu wenig Strafen rüber. Ich weiß zwar nicht warum, aber okay. Auf geht's in die Verlängerung. In die erste, allererste Verlängerung in dieser Saison. Und ich hoffe mal, dass der Gewinner DEG heißt und nicht Wolfsburg. Natürlich habe ich jetzt gerade den Start verpennt. Was nicht gerade prickelnd ist! Ach, Mist. Oh, Schlägerei! Jawoll, gib's ihm, Zanetti! Na, ich glaube, das verliere ich. Ja, shit. Oh, das könnte noch mal eine 5-Minuten-Strafe nach sich ziehen. Oh ne, nur eine 2-Minuten-Strafe, aber trotzdem! Gerade in der Verlängerung. Nein! Komm, 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 komm. Shit. Oh, 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 oh. Oh Gott sei Dank ist der Schläger gebrochen. Hit. Ich hatte keine richtige Anspielmöglichkeit. Was hätte ich machen sollen? Oh, oh. Ach Gott sei Dank. Noch 1 Minute 48 Sekunden in der Verlängerung. Was für ein Ergebnis und das am ersten Spiel. Nein! Nein! Steh auf!
Noch 30, 32, 31, 30 Sekunden noch. Na, bis wir wieder komplett sind. Ach, was war das denn? Eine Minute 10 noch und 18 Sekunden, bis wir wieder komplett sind. Aber schön, wie Bobby da gehalten hat gerade. Der hat das Schlimmste verhindert. Oh, 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 oh. Okay. Nein, der Pass ist nicht angekommen. Fuck it. Das wird ein Spiel mit Überlänge. Ich schwöre es euch. Letzte Minute noch. 34. Na, oh, da bin ich abgerutscht. So ein Shit. Noch 20 Sekunden. Kreuzer. 10 Sekunden. Ah. Das geht ins Penalty. Schießen! Ach du Scheiße! Und ich bin ja so gut im Penalty schießen. Okay. Let's do it. Schauen wir mal. Okay, let's go. Shit. Das Spiel, das Video geht da bestimmt schon über 40 Minuten. Halt ihn, Bobby, halt ihn, halt ihn! Nein! Shit! Colin Long. Shit. Ja, ich kann kein Penalty schießen. Ich habe sie wirklich gelernt. Komm, Bobby, jetzt halt ihn los jetzt. Schön. Wenn ich jetzt aber nicht versenke, dann hat Wolfsburg gewonnen. Daniel Kreuzer. Ja! Ja! Schön. Na, das wird ja jetzt noch mal spannend, Oh, fuck. Halt ihn, halt ihn, halt ihn! Nein! Okay, die DGA hat 5 zu 4 nach Penalty schießen verloren. Fuck. Ja. Aber war trotzdem spannend mit vielen Toren und zum Schluss doch noch eine Schlägerei. So wünsche ich mir das. Aber mit dem richtigen Gewinner dann, ne? Thank you.
Nun gut. 30 Münzen. Nein. Komm schon. Alter. Tja, Freunde, tut mir echt wahnsinnig leid. Da hat sich die Alpha Media Station aufgehangen. Aber ich hoffe mal, dass das ganze Spiel damit aufgenommen worden ist. Ansonsten haben wir ein kleines Problemchen. So, weiter. Wir haben 5-4 verloren. So, Ton ist auch da. Die Maus weg. So. Okay, die 3 Stars. Andreas Martinsen, zweite Runde 0 Assist. Christoph Höhenleitner, 1 Tor, 1 Assist. Und Aaron Brockley-Hurst, 1 Tor, 1 Assist. Okay, zurück. Beenden. Ach ja, Freunde, die gute alte Technik. Wie gesagt, tut mir wahnsinnig leid. Und wenn das Ding jetzt mal schneller laden würde, danke. So, das nächste Spiel ist gegen die Hamburger Freezers. Wer hätte es gedacht? Anscheinend ist das der aktuelle Spielplan der DEG. Das ist ja geil. So, die Statistik besagt Folgendes. Ich glaube, dadurch, dass Wolfsburg ja jetzt 5 Tore geschossen hat, werden die bestimmt auf dem ersten sein. Nee, Hamburg. Okay. Wir sind 8. Wolfsburg ist 6. Haben die denn mehr? 7 Tore haben die geschossen. 7-4 haben die gewonnen. Alter Schwede. 4-1 hat Krefeld gewonnen, Straubing hat 13-0 gewonnen, Nürnberg hat 4-2 gewonnen, Mannheim hat 3-2 gewonnen, Wolfsburg hat 5-4 nach Penalty-Schießen gewonnen, wie wir wissen. Berlin hat 2-2 gespielt, ob die jetzt gewonnen haben oder verloren, das weiß ich nicht. Ja, und wir haben halt 5-4 nach Penalty-Schießen verloren. Augsburg hat 2-2 gespielt. Wie die gespielt haben, wird es im Endeffekt, weiß ich nicht. Ingolstadt hat 2-3 verloren. Schwenninger Wild Wings hat 2-4 verloren. München hat 4-7. Achso, ja, das war ja klar. verloren. Iserlohn hat 1-4 verloren. Und Köln hat 0-3 verloren. Wer hat nochmal die 3-0? Hier. King Straubing hat die 3-0 verloren. Ach du Scheiße. Okay. Gut, mit der kleinen Analyse am Rande beende ich jetzt endgültig die Aufnahme und wir sehen uns im nächsten Spiel wieder. Haltet so lange die Ohren steif. Wir sehen uns. Bis dann. Tschüss.